umgebaut. Jetzt fahren wir in die Konzentration rein. Eine topmoderne Station und einfach reinfahren, fahren die so Straßenterminale 1 in Mülheim nur jede 30 Minuten und hier ab der Stadtgrenze auf einmal jede 15 Minuten. Oder die Station hier ist so, ohne ich bin der Einzige, der jetzt so ausgestiegen ist. Eine so topmoderne Station hier ist so, auch hier mit so Ruf, den von uns. Die Zeit 16.04 Uhr. Das ist die so Abstellanlage und eine so natürlich auch eine so, natürlich darf eine so topmoderne Ampelanlage nicht fehlen und wie ihr es bereits sehen könnt, wurden die so wurde die Bewaffnung erhöht, damit ein so Beifahrer ein und Ausstieg möglich ist und die Bahn fährt jetzt weiter in Richtung Duisburg, Stadtmitte. Und da seht ihr auch, in Mülheim von den meisten 17 Minuten, dann in 48 Minuten, dann in 78 Minuten. Krass, oder? Und ein Fahrkartenautomat steht nur so da hinten auf dem nördlichen Bahnsteig, sprich in Richtung Stadtmitte. In Richtung Mülheim steht gar kein Automat und dann an den Türen steht nur nicht mal, dass man kein Ticket in der Bahn kaufen kann. Das fehlt. Ich frage mich noch warum. Aber die Ampelanlage ist ja wirklich top modern. Und auch so qualitativ hochwertige Siemens also Ampeln. Allerdings geht es rein in diese Abstellanlage, dann ist das so. Und die Uni befindet sich da hinten, genau da hinten. Kann man sowas von hier aus sehen. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Straßmann fährt jetzt in die Abstellung. Das heißt, in den Wendekreis. Was haben wir gesehen? Das ist nicht.